Wisst ihr was, Leute? Ich bin gerade sowas von Hype, ne? Es glaubt ihr gar nicht. Ich habe gerade School of Rock geschaut. Wir haben gerade 2:30 oder so. Aber ist mir gerade scheißegal. Alles, was ich jetzt gerade machen will, ist einfach nur ein bisschen Energie, die ich übrig habe, nutzen, um einfach in New Super Luigi U diese verkackte Star Road zu schaffen heute. In einem Part, wenn möglich. Einfach nur, weil ich gerade Bock habe. Richtig Bock. Und damit... Hey Leute, ich bin's wieder, euer Gebirges. Willkommen zurück zu New Super Luigi U. Ja, wir sind gerade wirklich 2:30 und ich bin gerade ein bisschen heftig drauf, ja. Also, ich bin gerade ein bisschen pumped. Weil ich mag einfach School of Rock. School of Rock ist ein guter Film. Auch wenn das Ende irgendwo ein bisschen merkwürdig ist und die ganze Szenerie ausdrückt. Oh, das ist so ein guter Laune-Film einfach, ja. Wenn ihr noch nie gesehen haben solltet, schaut ihn unbedingt an. Ja, ich würde sagen, fangen wir heute mit der Star Road an. Oder machen wir sie heute fertig. Eins von beiden. Knochenbahn im Blumenmeer. Star Road Boulevard 1. Yay. So. Und natürlich haben wir die Möglichkeit, auf den quasi Easy Mode zu schalten, wenn man so meint. Aber nicht vergessen, hier ist eine Menge... Oh, Rot. Au. Hier sind wieder 3 Star-Coins, die ich sammeln muss. Irgendwo hier. Da oben. Das war knapp. Oh, das ist mies. Man rutscht ganz schön auf dieser blöden Knochenbahn rum. Man könnte meinen, es ist ein Highway to Hell. I'm on a highway to hell. Ich mag dieses Lied. Dieses Song. Das ist ja kein Lied, das ist ein Song. Oh, um Himmels Willen. Ob das Ganze einfacher wäre mit einem Flugkörnchenanzug? Ich meine, ich habe eine Menge. Eine Menge Fluganzüge. Ach, nutze ich mir mal ein. Nutze ich mir mal ein. Auch gut ausgedrückt, wa? Okay, hier kriegen wir auch noch eine Münze raus, wenn man einen Pilz tragen sollte. Man muss einfach passend springen. Und nicht zu hoch. So, die wollen, dass man oben lang geht als erstes. Klar, verständlich. Dann soll man nach unten irgendwo. Ah, wird dann natürlich getroffen. In der Mitte ist die Münze. Und oben... Oh, und unten ist die letzte. Oh, das ist mies. Zumindest haben wir schon mal 2 von 3. 2 von 3 ist nicht schlecht. 2 von 3 ist nicht schlecht. Und für letzte Münze könnte ich mir sogar einen Hit erlauben. Ich muss nur nach unten kommen irgendwo. Und das ist ein Problem bei der Knochenbahn. Sich zu bewegen. Ja? Sich zu bewegen auf dieser Knochenbahn ist so ätzend. So abgrundtief ätzend. Ich meine, ihr seht ja, dass ich leichte Probleme habe, auf der Knochenbahn generell zu laufen. Kann sein, dass sie zu schnell läuft. Oder kann sein, dass ich mit Luigi einfach Probleme habe, mich zu bewegen. Ja, jetzt kann ich mich nicht treffen lassen. Aber das Problem ist einfach, Luigi rutscht hier extrem. Und, naja. Ey, ist nicht cool, ist nicht cool. Ist nicht cool. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. So, ich muss noch ein bisschen warten. Der Junge rutscht aber auch übelst. Der rutscht richtig übel, der Junge. Also Luigi. Luigi rutscht. Ja, das ist richtig böse. Gerade auf der Knochenbahn. Ich meine, teilweise kommt man irgendwie an den ganzen Fuzzies da vorbei. Aber irgendwo auch nicht. Knapp. Knapp. Das war nicht knapp. Das war einfach. Was auch cool ist, sind die ganzen... Drachengeräusche, die machen, ne? Diese Knochenbahnen, ne? Diese... Ich finde das geil. Irgendwo ist das cool. So, ein bisschen... Münze holen. Ein bisschen Münze holen, ist immer klar. Münze holen ist drin, ist drin. Und mein Ziel heute ist einfach nur wirklich, die Star Road irgendwie halbwegs schnell, halbwegs gut abzuschließen.
Und ich habe Angst, dass im Wasserlevel wieder der komische Fisch auf mich wartet, weil der Fisch war nicht cool. Dieser Fisch, der war nicht cool. Auf keinen Fall. Kommen wir zum zweiten Level. P-Schalter Panik. Schon wieder. Das hatten sie im Originalspiel auch. Und das war irgendwo interessant. Aber mit Luigi könnte es noch schwieriger werden. Vor allem mit Zeitlimit. What? Okay. Okay. Ah, oh Gottes Willen. Man könnte theoretisch warten. Man könnte theoretisch warten, aber man muss sich da oben durchwuseln, an die Sternmünze rankommen und dann da drunter herrutschen. Oh, das ist uncool. Aber zumindest zeigen die einem schon halbwegs, was da passiert. Nee. Moment, was? Wow, wie soll man das denn schaffen? Das ist böse. Aber das ist ein P-Schalter, also ein P-Switch. Das heißt, man könnte eventuell halbwegs warten. Nur hier verpasse ich gerade ein bisschen viel Zeit immer. Autsch. Sollte ich da vielleicht doch warten? Scheint so, als wäre das irgendwo so ein Safe Point, so ein halber. Ich muss mal merken, vom zweiten Erdpenis, sag ich mal. Hust Minecraft, hust. Kann man relativ gut abspringen. Also von dem hier. Sodass man hier auch gut durchkommt. Okay, okay. 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 Treffer nimmt man mit. Oh mein Gott. Warum Sprungbretter? Ihr seid gemein. Ihr seid gemein. Spielemacher, ihr seid gemein. Ihr seid gemein zu mir. Ich weiß nicht, aber ich mag es wirklich, um diese Uhrzeit aufzunehmen. Gegen 2:30, 3 Uhr. Das ist einfach so. Das bringt in mir die wahre Emotion zum Vorschein, ja. Wenn man so sagen möchte. Oh, das war knapp. So halbwegs. Wenn man versteht, was ich meine. Ich bin tot. Oh, der hat sie selber ausgelöst. Oh, ich brauche die gar nicht auslösen, die Dinger. Die fallen ja eh drauf. Aha. Das sollte ich ausnutzen. Das werde ich ausnutzen. Auf alle Fälle werde ich das ausnutzen. Nur den ersten muss ich aktivieren. So, da drüber. Da hoch. Und drehen. Runter. Runter. So, einmal hoch. Yay. So kann ich einfach durchrennen. Und hoffe ich jetzt noch die dritte Münze bekommen. What the? Okay. Aber die dritte Münze. Das war recht böse. Es war recht böse, aber irgendwie interessant. Das war irgendwo böse, aber echt interessant, muss ich jetzt sagen. In so einer Art und Weise, gibt es da eigentlich im Mario Maker solche Level? Würde mich mal interessieren, denn ich habe wieder ein Mario Maker Level geschickt bekommen, die ich doch gerne spielen würde und natürlich an euch wieder, wenn ihr Level haben solltet in Mario Maker von euch, könnt ihr sie immer gerne einstellen, ne? Also zählt immer noch. Immer noch. Hinab zu den Sternenmünzen. Hinab zu den Sternenmünzen? Oh nein, unter Wasser. Nee, Eis. Unter Wasser. Unter Wasser. Geisterhaus. Will ich wirklich? Will ich wirklich? Oh nein, das riecht nach Aal. Nein! Was?
Das ist nicht cool. Das ist ganz und gar nicht cool. Und die Sternmütze ist auch irgendwo hingeflogen. Da oben. Ja, geh auf, geh auf, geh auf. Oh boy. Und warum gehe ich eigentlich oben lang? Da oben ist ziemlich gefährlich. Um es mal deutlich zu sagen. Doch, die wird gleich auch weggeschossen. Oder Pro. Verdammt. Komm zu mir. Komm zu mir, 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 komm zu mir. Komm zu mir, ist meine. Oh Gott, hier wird noch was eingequetscht. Nach oben, nach oben, nach oben. Kein Stern, aber trotzdem knappe Messen hier. Blöde, blöde Fische. So, alle weg. Ah, oh, ihr seid alle tot. Oh yeah. Alle tot. Ah. Hey, ich bin zufrieden. 3 Münzen. Karlross Kanal. Das ist der Kanal für Karlross TV. So, Karlrosse. Ja, Karlrosse waren diese komischen Dinger. Okay, haben sie keine versteckt. Sieht aus wie ein Turm. Oh, um Himmels Willen. Okay, da hinten ist keine Münze. Ich hatte damit darauf gehofft, dass da hinten eine Münze wäre. Au, ich will die. Nein, ich wollte die ganzen Münzen haben. Diese grünen Münzen. Die geben mir nämlich ein Power-Up, so ein schönes. Knapp. Karlross. Ihr seid gruselig. Irgendwo, halbwegs. Ihr mit eurer Zielgenauigkeit. Wow, da drüben auch noch. Okay, das waren alle 3 Münzen. Und diese eine Wand, die kriegt mich nicht. Wieso kann ich bei so einem Scheiß gut ausweichen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, aber wir bekommen ein kleines Feuerwerk. Level 3 und Level 4. First try. Geht voll klar. Und ein kleines Upgrade. Was bekommen wir denn? Ein One-Up. Na herrlich. Von allen Sachen, die ich bekommen können, ne? Ein One-Up. Gut. Spiel ist ja ein bisschen drauf getrimmt, uns immer One-Up zu geben. Von daher, naja. Wanderbaustelle. Das ist jetzt... Oh, das ist jetzt diese... Schöne. Okay. Guck mal, Mario Maker. Lol. Mario Maker, interessant. Also ich meine, das ist Mario Maker. Im Grunde genommen. Muss nur ein bisschen warten auf diese blöden Blöcke. Die hier irgendwann mal auftauchen. Nee. Oh Gott. Okay. Da unten. Münzen. Eine Ranke. Zur dritten Münze. Kein schweres Level. Hätte nicht sterben müssen. War zu langsam beim Reagieren, bzw. hab den Block nicht getroffen. Manu! Manu! Okay. Es ist im Grunde genommen wirklich Mario Maker in a nutshell. Level wird aufgebaut, man muss durchlaufen. Frage ist, ob das aufgebaut wird, während man dorthin springt auch, oder ob das eher wartet. Es scheint mir, als würde es aufbauen und nach einer bestimmten Zeit auf einmal wieder abbrechen. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich dann einfach loszischen oder ob die einfach warten. Was ist denn das? Ein Luigi. Das sieht aus wie aus Super Mario World.
Nee, Moment. Super Mario 2? Nee, ist Mario World. Das war Mario World, Luigi. Hallo, Ende. Das war viel zu einfach. Aber interessantes Konzept. Hat wirklich was von Mario Maker irgendwo. Hm. Das ist einfach nur Mario Maker, Wanderbaustelle. Kommt hin. Brandheißer Hürdenlauf, Kandisminen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Was bekommen wir denn für Schönes hier? Oh. Das... Schon wieder. Schon wieder diese Feuersticks? Okay. Au. Ich darf gar nicht so hoch springen erst. Ah, scheiße. Ich war gerade im blöden Rhythmus drin. Wow. Oh. Das war fies. Wenn sie aber Level jetzt so lang strecken würden, dass man wirklich die 100 Sekunden bräuchte, wo man nicht anhalten dürfte, das wäre interessant. Ich würde zumindest erklären, warum man hier einen großen Pilz bekommt, hier, so einen großen Block. Aber man kommt hier recht gut durch, wenn man nur läuft. Wow, 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 wow. Wow. Wo ist die dritte Münze? Au. Ah, come on. Nein. Ihr seid Schweine. Wow, das ist dreckig. Okay, das ist wirklich gemein. Man muss das ganze Level schaffen, ohne getroffen zu werden. Okay. Und auch nicht. Boah, diese Münze, die am Ende, die ist echt mies. Die ist richtig, richtig gemein. Alle zu bekommen in einem Durchlauf, Respekt. Also Respekt an den Typen, der es schafft. AK, nicht ich. Kann man wahrscheinlich so viele Level leben. Ich meine, Leben verbraten in den Level. Oh, scheiße. Dieser brandheiße Hürdenlauf, der könnte mir echt mal... Der könnte mir nochmal ein bisschen brandgefährlich werden vom Leben her. Ja. Ja. Sieht gut aus. Sieht verdammt gut aus. Sieht verdammt gut aus. Sieht verdammt... Nein! Oh Mann. Das sah so gut aus. Oh Mann. Never stop, never surrender, never stop, never surrender, never stop, never surrender. Ganz schön knapp. Und das hat geklappt. Ihr erinnert euch an die Stelle, wo ich ganz hart gebremst habe teilweise. Also mich geduckt habe, um ein bisschen Tempo rauszunehmen, damit ich nicht getroffen werde von der Feuersäule. Man darf sie nicht ducken, man muss durchrennen. Man wird nicht getroffen. Boah, ist das gemein. Ich habe mich damals beim ersten Versuch schon gefragt, war das ein Fehler? Ja, es war einer. Verdammt, 50 Leben runter. Boah. Lakito, wechsle dich. Die Wolkenzone, ne? Zuckerwatten-Wolkenzone. Lakito, wechsle dich. Oh wow, der kommt ganz schön niedrig. Oh, leck mich doch am Arsch.
Ich muss nach oben, wa? Hier ist wahrscheinlich irgendwo die erste Münze versteckt. Nein, gar nicht. Okay. Hätte ich gedacht. Scheinbar nicht. Oh, da ist die erste Münze. Feuerblume. Und... zweite Münze. Und wahrscheinlich auch noch da unten die dritte Münze dann. Ja, natürlich. Was ist das für ein Level? Das war viel zu einfach. Oh, war das eine Menge Fuzzy. Fuzzy Overload im Level. Holy crap. Ah. Passt. Das war eine Menge Fuzzies. Aber das war viel zu einfach. Da war das Level davor das Schlimmste bisher. Mit Abstand. Das Schlimmste, was wir hatten. Gut. Level 8. Tick-Tack in der Morgensternfestung. Oh na, no. Oh my. Ja, nee, ist klar. Oh mein Gott. Okay. Tick-Tack, wa? Oh Mann. Tick, tack. Tick, tack. Tick, tack. Tick, tack. Tick, oh Gott. Tack. Tick, tack. Tick, tack. Tick, tack. Ich muss an die Röhre rein. Tick, tack. Okay. Da ist die Münze. Oh Gott. Kommt jetzt da vorne. Ah, ich hab's auch verpasst. No. Ich kann mich auch treffen lassen, ne? Muss ja nicht. Oh, jetzt kann ich mich nicht mehr treffen lassen. Oh, die dreht sich aber anders als die anderen. Okay, die dreht sich komplett anders als die... als der ganze Mist von Morgenstern hier. Holy crap, was zum Teufel? Okay, nein, ich nehme nicht das. Ich nehme nicht den oberen Weg. Oh Gott. Ich meine, das war metal as fuck, aber holy crap. Das. Nein. Tick-Tack. Das war zu gut. Das war genug des. So viel des Guten. Oh Junge. Kommen wir aber zum letzten Level des Spiels. Ja. Und zwar Flugkörnchen Finale. Oh, ich freue mich. Okay. Eine Menge Flugkörnchen hier. Ach, das sind gar keine Plattformen. Oh. Darf ich eigentlich hier runterfallen? Das sieht so nach tot aus irgendwo. Ah, danke schön. Da ist die Münze. Oh, da ist die Münze. Hab dich. Oh. Ich darf nicht runterfallen. nicht gut. Gar nicht gut.
Hm, Münzen. Also, ich muss einfach nur warten, bis hier die ganzen Sternmünzen vorbeifliegen irgendwo. Beziehungsweise diese Plattform vorbeikommt. Und dann kommt diese Plattform vorbei. Lässt mich da rein. Lässt mich auf ihr stehen. Damit ich wieder ganz oben bin. Haha. Herrlich. Das kann aber ein bisschen schwierig werden. Na gut, wenn ich genug leite, dann bleibe ich wenigstens lange oben. Sonst fliege ich einfach nach unten. Und da ist die Münze weg. Kann ich zumindest mal schauen, wo die dritte ist. Da drüben. Okay. Okay, die zweite Münze bekommen, die dritte kommt dann auf der rechten Seite. Kann ich mir merken. Außerdem sind überall Pixel-Luigis und das ist ziemlich, ziemlich nice. Nice. Ich würde natürlich nicht ohne das Ding reingehen. Wir haben es ja bekommen schließlich, ne? Wir haben es geschenkt bekommen. Yay, da müssen wir es aber auch ausnutzen, ne? Wow, 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 wow. Unendlich P-Power. Hey. Das heißt unendlich P-Power. Nicht mehr. Okay, unendlich P-Power heißt nicht gleich, man ist automatisch besser. Das heißt, man fällt schneller. Man fällt schneller, weil man sich in Sicherheit wogt. Ja, gleichzeitig kann ich mal die ganzen Dinger hier rauslassen. Gibt wahrscheinlich irgendwelche Experten, die meinen, hey, komm, ich spring einfach mal rein, ohne irgendwie so einen Anzug. Großer Fehler. Großer Fehler. Großer, großer Fehler. So. Das Gute ist, man kann aber wirklich gleiten, um nach oben zu kommen. Oder man lässt sie einfach fallen. So. Bisschen gleiten. 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 Oh Mann, die kollidieren. Oder auf der rechten Seite hier vorne. Nee, hier auf der linken Seite. Oh. Nein, 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 nein. Nein! Sag nicht yay, wenn ich verkackt habe. Man muss sie erst triggern, die blöde verdammte Münze. Warum muss man diese blöde Münze erstmal triggern? Ich verstehe es nicht. Aber was ich nicht verstehe. Naja, muss ich auch nicht unbedingt wissen, ne? Na dann, auf geht's zum Gleiten. Beziehungsweise fallen und dann gleiten. Erstmal fallen, dann gleiten. Erst fallen, dann gleiten. Gleiten zum Sieg. Gleiten zum Sieg. Zum Erfolg. Und überall diese wunderschönen Sternen. Dinger. Nicht die Münzen, sondern diese Sterndinger. Höher, höher, höher. Mein Freund Luigi, flieg höher. So, jetzt habe ich dich aber. Haha. Da ist ein Luigi. Ah ja, ich darf nicht fallen. Ich darf ja. Ich muss ja gleiten. Ah. Und das hätte Luigi nicht überspringen. Überleben können. Naja. Von mir aus Spiel. Thank you. Ah. Hehe. Thank you for playing my game. Hervorragend! Hervorragend! Damit haben wir alle Sternmünzen gefunden. Bekommen aber leider nicht den letzten Stern auf dem Pass. Denn der letzte Stern auf dem Pass, also den man bekommt,
auf dem Hauptmenü bekommt man auch wieder in diesem Modus nur, wenn man alle Mopsy-Level spielt. Also alle Mopsy-Level schafft. Und das ist... Nee. Aber gut, wir haben jetzt New Super Luigi U abgeschlossen, komplett. Ich zähle die Mopsy-Dinger einfach nicht mit rein. Und New Super Mario Bros. U komplett abgeschlossen. Das heißt, das Spiel ist für mich komplett durch. Ich muss es nie wieder anfassen. Außer ich will die ganzen 5 Sterne haben. Müssen nur Mopsy jagen und das ist irgendwo lächerlich. Aber, puh, das ist ein ziemlich langer Part geworden wegen dieses bescheuerten Feuerbalken-Level. Bah. Hey, Kandismin sind immer schwer gewesen, von daher. Hey. Gut, ich möchte mich bei euch, bedanken für den Support über dieses Projekt hinweg und natürlich auch dem Hauptspiel. Hat eine Menge Spaß gemacht und boah, ey, jetzt haben wir wie viel Uhr gerade? 3.14 Uhr. Ich muss langsam ins Bett gehen. Wobei ich bin gerade extrem hype irgendwo. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum ich so gerade extrem hype bin. So wach. So energisch. Das liegt an der Uhrzeit. Ich weiß, 3 Uhr ist so mein Knackpunkt rum. Halb 3, 3 Uhr. Da kann ich nicht mehr schlafen. So ein Mist aber auch. Tja, was will man machen? Ich sage an der Stelle trotzdem nochmal danke, herzlichen Dank fürs Zuschauen und man hört sich im nächsten Projekt, was den 12 Uhr Platz einnehmen wird und man kann hoffen, dass es Zelda wird. Breath of the Wild. Ich hoffe es zumindest, wenn es aufnehmbar ist. Also zum Aufnehmen verfügbar ist. Ansonsten, nun ja, sag ich mal, bis dahin Leute, haut's rein. Ciao, ciao.